So, Pflicht erfüllt, würde ich sagen, oder? Mein Fazit zum Spiel: In Summe ein klar verdienter Sieg. Die bessere Mannschaft hat sich über 90 Minuten heute auch durchgesetzt. Auch wenn das Spiel sicherlich einen etwas anderen Verlauf hätte nehmen können, wenn Braunschweig gerade in der ersten Halbzeit etwas cleverer und etwas abgezockter gewesen wäre, ja. Aber da hat sich wieder einmal mehr gezeigt, warum eben die eine Mannschaft oben steht und warum eben die andere Mannschaft unten steht, ja. So, lass uns mal einen Blick auf die Spieldaten werfen. So, die Spieldaten zeigen das nämlich auch, ja, wie ihr seht, es ist eigentlich eine klare Sache, bis auf die Zweikampfquote. Da liegt Braunschweig ein bisschen vorne, aber ansonsten dominieren wir hier auch alle relevanten Spieldaten und natürlich am Ende das Ergebnis mit am wichtigsten. Somit wären wir schon beim Spiel. Grundsätzlich will ich das etwas kürzer halten. Dann, und zwar, wie habe ich das Spiel gesehen? Also grundsätzlich hohes Tempo von vornherein von beiden. Das frühe Tor gab uns dann auch entsprechend die Sicherheit. Wir hatten das Spiel dann weitestgehend im Griff, unter Kontrolle. Bis, ja, so zur 15., 20. Minute rum ungefähr. Da lassen wir den Gegner irgendwie wieder ins Spiel kommen, tun selber zu wenig fürs Spiel, verlieren dann einfach in der Folge die Spielkontrolle. Und da muss man auch ganz klar sagen, da haben wir auch einfach, wie gerade mein Fazit schon erwähnt, irgendwo auch eingangs mehr Glück als Verstand, dass Braunschweig da einfach kein Kapital draus schlagen konnte. Da hatten wir auch viel zu viele unnötige Fouls, ja. Und genau in die Phase, in die stärkste Phase der Braunschweiger, machen wir dann mit dem einzigen Gegenangriff wieder das 2:0 und das Tor hat dann natürlich entsprechend das Spiel wieder beruhigt. Wir haben etwas mehr wieder vom Spielgeschehen übernommen und gewann entsprechend auch wieder die Initiative, ja, und so ging es dann auch in der zweiten Halbzeit weiter, letztendlich viel Spielkontrolle, ja, stellenweise recht guter Fußball, den wir dann gesehen haben, ein paar echt gute Aktionen, und dann haben wir ansonsten das Spiel relativ erwachsen und professionell, würde ich sagen, heruntergespielt, ne, und von Braunschweig war in der zweiten Halbzeit dann eigentlich gar nichts mehr zu sehen, Manko für mich, ein drittes Tor haben wir dann nicht mehr hingekriegt, das würde ich noch bemängeln, Möglichkeiten hat es gegeben, aber da waren wir dann auch in der zweiten Halbzeit nicht ganz abgezockt genug. Gut, so viel zum Spiel. Heute mal was Neues und zwar die Spieler. Ich habe euch eine kleine Grafik vorbereitet, wie ihr seht. Ich vergebe Noten heute mal und zwar und künftig dann auch so als kleine Diskussionsgrundlage für uns. Ich bin ja mal gespannt, wie ihr das seht und zwar, wie ihr seht, ihr seht ja meine Noten schon. So, Riemann habe ich ja entsprechend eine 2,5 gegeben. Ja, er hat den Elfmeter gehalten. Wer den Elfmeter hält, der kann ja grundsätzlich nicht schlecht abschneiden. Ansonsten aber, warum es jetzt keine glatte 2 ist oder so, er hat mit dem Spiel aber auch nicht allzu viel zu tun gehabt, ne? Ansonsten, die Defensive kommt bei mir halt, wie ihr seht, durchweg super weg. Vor allem möchte ich hier hervorheben, leid schon Bella Kotschap. Also ich kann mich an kaum einen Zweikampf erinnern, an kaum irgendein Duell, wo dass die beiden hätten irgendwie mal heute verloren, ja. Und Bella Kotschap schneidet halt noch etwas besser als Leitsch bei mir ab, weil er hat das Tor gemacht hat auch, ja. Und deswegen ist Bella Kotschap etwas besser als Leitsch bewertet, aber ansonsten beide hervorragend heute, ja. Im Zentrum Deschelossea solide wie gewohnt, aber ich persönlich habe jetzt dort keine größeren Auffälligkeiten gesehen, deswegen habe ich beide jetzt hier eine 3 gegeben. Und vorne dann entsprechend Spieler, Man of the Match für mich auch natürlich klar, Jul, ne? Jul heute Dreh- und Angelpunkt, zwei Vorlagen und zur glatten 1 hat eigentlich nur eine einzige Sache bei mir gefehlt, dass er eigentlich kein Tor geschossen hat. Hätte er das Tor selber gemacht, dann hätte es die 1 mit Sternchen für ihn heute gegeben. So aber, denke ich, kann man damit auch ganz gut leben. Abgefallen ist heute ja Simon Zoller bei mir. Das war ein bisschen unglücklich, Elfmeter verschuldet und auch sonst nach vorne habe ich leider ihn heute auch, ja, war nicht sein Spiel, ne? Vielleicht war er ein bisschen zu sehr mit der Laura beschäftigt am Wochenende, ne? Keine Ahnung. So, dann hat er sich da verausgabt. Nächstes Wochenende wird es dann wieder besser, wie das halt immer so ist. Und außen bei mir kommt Holtmann etwas besser weg als Bockhorn, aber nur um eine Nuance, wie ihr seht. Holtmann war für mich aktiver. Er war aktiver, aber das große Manko bei ihm ist nach wie vor diese Effektivität und diese Effizienz. Ja, da kommt relativ wenig bei rum und so. Aber er war präsenter für mich als Bockhorn, deswegen habe ich ihn jetzt hier so bewertet. Bockhorn blieb eher blass für mich, da habe ich auch nicht viel zugesehen. So von gesehen und ansonsten, ja, genau.
das sind meine Noten für heute. Ich bin echt gespannt, wie ihr das seht. Deswegen kommentiert es unten entsprechend, gebt eure Noten durch. Wo geht ihr mir d'accord? Wo weichen wir komplett voneinander ab? Oder seid ihr auch in etwa auf meiner Ansicht? Bin ich mal echt gespannt. Gut, so viel dazu. Dann sind wir schon beim Trainer. Beim Trainer, ja, mein Gott, was gibt es zum Trainer zu erzählen? Gar nicht so schrecklich viel eigentlich. Wir haben ja aufstellungstechnisch so begonnen, wie gegen Osnabrück und wie in meinem Warm-up ja auch schon prognostiziert. Da gibt es auch im Prinzip nichts dran auszusetzen, beziehungsweise Danny Blum ist halt noch nicht so weit, vielleicht aber dann gegen Aue schon wieder. Das wäre wahrscheinlich dann der nächste naheliegende Wechsel für Aue. Aber solange das nicht der Fall ist, alles wie gehabt. Dann gab es drei Wechsel. Ich habe jetzt bei meinen Spielerbenotungen keinen der Auswechselspieler bewertet oder benotet, denn die Wechsel vollzogen sich nach der 65. Minute und außer Gamboula, den man hätte vielleicht jetzt noch eine Note geben können, finde ich, haben die anderen etwas zu kurz gespielt. Ich habe auch nicht allzu viel von ihnen gesehen. Deswegen, die Wechsel waren heute für mich jetzt auch dahingehend nicht weiter erwähnenswert. Und ansonsten würde ich auch sagen, beim Trainer keine besonderen Vorkommnisse heute. Ja, wenn man ein Spiel gewinnt zu 0, kann generell nicht allzu viel schiefgelaufen sein. Sicherlich aus Trainersicht, man wird sicherlich mal die 15. bis 30. Minute gemeinsam noch mal kurz analysieren müssen, warum man da so ein bisschen sich hat, ein bisschen die Spielkontrolle, warum man die Spielkontrolle einfach so verloren hat und warum wir da teilweise so ein bisschen halt zu passiv gewesen sind. Ne? Aber das, wie gesagt, wird sicherlich im Nachgang nochmal entsprechend passieren. Ansonsten mein Ausblick. So, mein Ausblick. 42 Punkte nach 21 Spielen. Ja, das ist natürlich sehr schön. Wir haben momentan in der Rückrunde 9 Punkte aus 4 Spielen geholt. Zur Erinnerung, zum gleichen Zeitpunkt in der Hinrunde hatten wir gerade mal 5 Punkte nach 4 Spielen. Und somit liegen wir jetzt hier auch in der Rückrunde deutlich weiter vorn. Hochgerechnet auf die Saison würde das bedeuten, dass wir bei 68 Punkten nach 34 Spielen einlaufen und das hat in den letzten 5 Jahren bis dato immer zum direkten Aufstieg gereicht. Wenn da nicht die lästige Konkurrenz wäre, ne? Die ebenfalls nicht abreißen lassen wollen. Ne? Es ist richtig kuschelig da oben und wir haben jetzt schon nach 21 Spielen 3 Teams mit 42 Punkten, dahinter eins mit 39. Also in diesem Jahr könnte es eng werden mit 263 Punkten. Ja, ich denke, vielleicht müsste man tatsächlich 5, 6, 67 Punkte holen, um aufzusteigen. Also es ist wieder so ein bisschen ärgerlich. Da sind wir mal oben dran und es zeichnet sich ab, dass man echt viele Punkte sammeln haben muss. Ja, ich glaube, zur Erinnerung, letztes Jahr oder vorletztes ist man auch schon mit 58 Punkten aufgestiegen. Aber nun gut, okay. Ist halt so, wir müssen auf uns konzentrieren, weiter punkten und dann braucht uns die Konkurrenz nicht zu interessieren. Und in diesem Sinne geht es halt nächste Woche gegen Aue. Da wird uns auch nicht viel anderes erwarten, wie jetzt hier gegen Braunschweig heute und wie letzte Woche gegen Osnabrück. Da müssen wir wieder entsprechend gegenhalten und hoffentlich kommen wir da auch mit was Zählbarem wieder zurück. Gut, das war's von meiner Seite aus. Wenn es euch gefallen hat, liked es. Wenn ihr mehr meiner Coaching wissen wollt, abonniert meinen Channel. Kommentiert es, vor allen Dingen in die Spielernoten, bin ich aber echt sehr gespannt. Und ansonsten, wenn es euch nicht gefallen hat, hatet es, dann ist es halt eben so. Okay, in diesem Sinne, einen schönen Restsonntag und wer mag, sieht mich zum Warm-up gegen Aue wieder.